Willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. Wir spielen heute mit Samson und möchten in den Darkroom kommen. Und ich habe heute mal wieder Bock auf einen Hard-Mode-Run. Ich bin immer so richtig motiviert für so einen Hard-Mode-Run. Und wir bekommen direkt einen Damage ab. Und das finde ich natürlich nicht schlecht. So, mit Samson sollten wir eigentlich nicht allzu große Probleme bekommen. Guck mal, wir haben 4 Herzen. Wir werden stärker, wenn wir getroffen werden. Wir haben einen Damage abbekommen. Und ja. Na, ihr Multibooms? Von denen ich nur weiß, wie sie heißen, weil ich geguckt habe, wie man The Lost freispielt. So. Besser nicht, wie die Viecher hier heißen. Eigentlich müsste ich mich mal ein bisschen treffen lassen, aber damit... Ich wollte gerade sagen, damit senken wir die Chance auf einen Devil Deal, den wir sowieso in der ersten Ebene nicht bekommen werden. Ich könnte mal eine Bombe gebrauchen, bitte. Zwei Bomben. Ach, komm schon. Hi, Pin. Huch. Ich konnte eben nicht schießen. So, vielleicht kriege ich ja jetzt irgendwie ein tolles Item noch dazu. Das fände ich richtig toll. Das finde ich richtig toll. Ach man, mir fallen heute keine blöden Sprüche ein. Es ist 10 Uhr, Punkt 10 Uhr am Morgen bei dieser Aufnahme. Und ihr werdet diese Aufnahme erst circa eine anderthalbe Woche später, bis zu 2 Wochen später sehen, als dass ich sie aufnehme. Weil ich nun mal ziemlich viel Isaac im Voraus aufnehme. Full Health. Die hat sich ja total gelohnt. Gehen wir mal weiter. Hui. Gucken wir uns mal die Zwischensequenz an. Ne, kennen wir schon. Zella 2. Da können wir nicht rein. Aber wir sind schon mal ein bisschen schneller. Das ist schon mal von Vorteil. So, komm schon, stirb. Stirb. Ich dachte mir eben, ich nehme Samson, weil wenn ich schon so oft getroffen werde, ist das gut. Jetzt bin ich noch kein einziges Mal getroffen worden und hasse mich dafür. Oh, da war Geld, da war Geld. Und da ist eine abgeschlossene Kiste, an die wir nicht ran können. Wie fies, das ist noch eine abgeschlossene Kiste, an die wir nicht ran können. Ich brauche dafür, ey, ich brauche dafür 7 Bomben. Gefühlt. Und jetzt kriegen wir Pyro, pass auf. So. Zack, lass mich mal hier rein. Aber den Sack of Pennies kriegen wir. Vielleicht auch mal gut, um einen kleinen Donation Run zu machen. So. Bumm. Komm schon. Hier möchten wir eine Bombe legen. Also mit wir meine ich natürlich wieder mich. Ich hätte ja mal Glück haben können und den, Dingens bekommen können. Wie heißt er? Den... Ah, ich komme nicht drauf. Small Rock. Jetzt habe ich... Oh, über 300 Items. Du musst jedes Item kennen. Das ist doch zum Kotzen. Du hast Platinum, Gott. Du musst das wissen. Du musst gar nichts. Ich muss sterben irgendwann. Ah ja, gut. Gut, dass du dich rausgeglitscht hast. Du da unten, hörst mal auf, die ganz... Ach, du spawnst gar keine Spinnen. Das sind die weißen Dinger, die du spawnst. Du hörst mal auf, die weißen Dinger zu spawnen, die Spinnen spawnen, weil ich Spinnen nicht mag. So, Butz. Komm schon. Komm. Ja. Noch eine Bombe. Hm, die Pillen, die lassen wir mal außen vor. Oh. The Haunt. Gut, dass ich mir 2 Bomben gesnackt habe. So. Oh Mann. Oh Mann. Scheiße. Aua. Naja, jetzt werden wir wenigstens ein klein bisschen stärker. So. Ist das scheißegal, ob der charged. Er ist mittlerweile echt ein einfacher Gegner geworden für mich. So, und direkt Krampus. Ja, vielleicht kriegen wir jetzt den Krampus Head.
Der wäre jetzt OP, so nach zwei Ebenen schon. Aua. Aua. Ey, kannst du auch was anderes machen, bitte? Jawohl. Boss Battle incoming. Also, ich bin froh, wenn ich beim Boss bin, weil ich dann einfach Krampus Head. Curse of the Labyrinth, wir haben nichts erlebt. Ich bin froh, wenn ich beim Boss bin, dann kann ich nämlich einfach Krampus Head einsetzen. Aber wir haben zwei Bosse hier. Hm. Was tun sprach Zeus. Erstmal die Boss, den Boss suchen. Und dann hoffen, dass wir im Shop eine Batterie bekommen, ha? Oder noch 6 Räume übrig sind. Kannst du mal bitte sterben. So. Eigentlich müsste ich mich über jeden Treffer freuen auf der Ebene, weil ich werde stärker. Aber trotz alledem will ich halt irgendwie nicht getroffen werden. Au. Oh, oh, lass mich raus! Lass mich hier raus! Ach du Scheiße! Oh Gott, ey, das hatte ich auch noch nicht. Die haben mich alle vier in die Zange genommen. So. Gott. Alter Schwede. Oh, ich hätte nur Krampus Head einsetzen müssen gerade, aber trotzdem. Ich habe nur eine Bombe. Okay, bitte spawnt nichts. Vor allem nicht sowas. Aua, oh, fuck you. Aua, oh, fuck you. Gott, ey, bitte Herzen. Ich brauche Herzen, ganz dringend. Full health, full health, full health. Ah, bad gas. Da kriegst du sowas. Das Spiel hasst mich gerade schon wieder, ne? Das Spiel hasst mich gerade schon wieder. Oh, Hard Mode. Nö, Foxy, darfst du nicht. Hard Mode ist nichts für dich, Foxy. Du bist zu schlecht für sowas. Ach, Hard Mode. Danke für das halbe Herz. Gehen wir erstmal nach hier oben. Oh, Gott sei Dank, ein einfacher Raum. Ein recht einfacher Raum, sagen wir es mal so. Weiter. So. Noch eine Bombe. Immer mal im Feuer gucken, ob da vielleicht ein rotes Herz... ein rotes Herz... ein rotes Herzchen droppt. Ist hier der... Ah, da ist der Geheimraum. Nochmal 3 Münzen. Eigentlich könnten wir mal in den Shop reingehen. Aber ich habe halt nur 2 Schlüssel. Und wir haben hier 2... wir haben hier auf jeden Fall 2... Dinge. Itemräume, die wir aufschließen müssen. Wie ich auf sowas wie den Namen für einen Itemraum nicht kommen, ey. So, komm. Stirb. Und noch eine Bombe. Nice. Jetzt die Pertified Poop dabei haben, ne? Hier sind Räume, die sehe ich heute echt zum ersten Mal. So von der Konstellation her. Und es tut mir leid, dass ich die Nase hochziehen muss. Ich habe da ein klitzekleines Problem mit meiner Nase aktuell. Das ich nicht kontrollieren kann. Sagen wir es mal so, es ist sehr unangenehm. Es ist für mich unangenehmer, als für euch, sich das mit der Nase hochziehen anhören zu müssen. Glaubt mir mal. Ist es wirklich. Aber ich könnte mal, ups, den Popschutz von meinem Mikrofon, hoppala, sorry, sorry, ein bisschen weiter nach oben setzen. So. Damit ich nicht so ins Mikrofon reinpuste. Das ist natürlich richtig geil hier. Zwei, oh Gott, 2 Itemräume direkt nebeneinander. Das finden wir gut, das finden wir toll. Die Hot Bombs, die waren jetzt nicht unbedingt so knorke, aber sowas ist toll. Mysterious Liquid, Toxic Splash Damage. Jetzt haben wir wieder grünen Schleim. Ich meine, finde ich okay. So, was war das für eine Kiste? Jetzt kommen wir da ran. Jetzt den Magic Mushroom, komm.
Und das wär's jetzt gewesen. Erste Bombe, erster Pilz, erste Bombe. Direkt Magic Mushroom. So, hoffen wir, dass wir noch einen Schlüssel bekommen. Das wäre in der Tat, ist eine in der Tat. Boah. Ich lass mich hier nur noch treffen, ey. Jetzt Crickets Buddy noch dazu. Crickets Head. Und ich wäre glücklich. Oh. Zack, zack. Meinen Schaden machen wir ja echt gut jetzt hier in dieser Ebene. Ey, willst du mich verarschen? Ey, willst du mich verarschen? So. Schauen wir mal weiter. Hab halt jetzt irgendwie Angst, dass Dark One und Adversary gleichzeitig kommen. Also hintereinander wegkommen. Oh, nice. Nice, nice, nice. Ab in den Shop. Ab in den Shop. Aber sowas von. Wo war der? Da hinten. Ich will ja eh nicht zum Boss Rush, von daher können wir uns ja Zeit lassen. Aber ich habe halt auch nicht allzu viel Zeit. Das ist nicht der Shop. Okay. Strength. The Lovers. Die Strength-Karte nehmen wir mit. Hm. Das war nicht der Shop. Gut zu wissen. Das heißt, er kommt jetzt noch. So. Oh nein. Ihr nicht. Alle, nur ihr nicht. So. Hier ist schon mal Bossraum. Das ist so richtig bosshaft, der Raum. Da kommt jemand mal direkt rein. The Hollow. Und bekommen einen Damage ab. Und jetzt gehen wir nochmal raus. Und hoffen einfach, dass wir den Shop finden. Und dass da eine Batterie drin ist und oder noch genügend Räume vorhanden sind, damit wir den Krampus Head nochmal aufladen können. Oder einfach, dass eine Batterie droppt. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Oh, Leute. Ich lasse Krampus Head liegen. Ich werd Krampus Head jetzt noch für den Bosskampf benutzen. Und dann hole ich mir die Red Candle. So. Das ist ein Plan, Leute. Das ist ein Plan. Weil die Red Candle, die ist einfach OP. Also was heißt OP? Die blaue Kerze ist natürlich besser, aber... Hey. So, dann nehmen wir noch einen zweiten Schlüssel mit. Und ich will wissen, was das für eine Pille ist. Das ist eine Balls of Steel Pille. Das ist gut. Oh, bisschen donaten. Immer wieder ein bisschen mehr donaten. Wir sind gleich bei 550 schon. Wir haben echt in den letzten... Runs so ein bisschen auf die Donations geachtet. Das finde ich nice. Das finde ich nice, dass ich das gemacht habe. Wir brauchen noch ein Store-Upgrade. Den kriegen wir bei 600. Bin mir nicht sicher. Dann können wir mal wieder ein paar Challenges machen. Curse of the Unknown. Oh, wir machen wieder weniger Schaden. Weil wir ja, noch nicht getroffen wurden. Da geht es ja eh nicht weiter, also von daher können wir auch hier längs gehen. Ja. Autsch. Ach, Curse of the Unknown, ich sehe meine Herzen nicht. Scheiße. So. Alles klar. Ja,
Ah, so viel Schaden macht die Kerze dann doch nicht. Die blaue ist halt besser. Aber ist halt gut, um mal noch so ein bisschen Flächenschaden zu machen für größere Gegner. Oh, was haben wir hier? Ja. So. So ist das geil. Ah. Vor allem für sowas wie Monstro 2 ist das halt richtig geil, wenn der mal länger im in der Flamme Mordors stehen bleibt, ne? So. Ich arbeite gern mit der Kerze. Bin ich ehrlich, ich arbeite gern mit der Kerze. Also arbeiten, spielen. Schade. Das hat nicht so funktioniert, wie es sollte. Aber das. Und wir werden jetzt auch in den Zacki-Zacki-Raum reingehen. In den Raum, der Stacheln trägt. Und das war ein Fehler. So. Das meine ich. Das finde ich cool an der Kerze. Oh, der Pulswurm. Pulsel, Pulsel, Pulsel. Du, 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 du. Oh, das ist das erste Mal seit langem, dass ich von dem Vieh nicht getroffen werde. Ich sag ja nichts mehr. Oh, Capricorn? Ja, All Stats Up. Das ist natürlich auch nice. So ein All Stats Up. Jetzt noch den, den Mushroom. Den Magic Mushroom. Und, alles ist gut. Und den Halo noch. Wir wollen ja übertreiben hier mit unseren All Stats Up. So. Ah. Autsch. Okay, so geht's auch. Der Flatworm, der ist jetzt nicht unbedingt so geil. So. Noch mehr Geld für uns. Vielleicht kriegen wir ja Money gleich Power. Aber ich bezweifle, dass wir überhaupt in einen Devil Deal kommen. Ja, ich weiß, da liegen ganz viele Bomben, ne? Aber ich habe halt nur zwei Schlüssel. Oh, mies. So. Ach stimmt, ich habe hier den Sack of Pennies. Batz. 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 So, was haben wir hier für eine Pille? Ha? Pretty Fly. Nice. Pretty Fly ist nice. Was haben wir hier? Two of Spades macht uns doppelte Schlüssel. The Hermit bringt uns in den Shop. Ach, das war doof. Aber wir haben Bomben. Aber wir haben Bomben, ja? Nehmen wir die Strength-Karte wieder mit. Die Stärke-Karte. Die Karte, die uns Stärke bringt. Na? Ah? Aua? So. Gott sei Dank. Nee, echt die ganze Ebene? Nee, haben wir nicht. Für solche Gegner ist die Kerze halt richtig gut. Wir kriegen wieder kein HP ab, ne? Kein Devil Deal. Das ist zum Kotzen. Ich krieg absolut keine Devil Deals momentan. So. Curse of the Blind. Hat das gelernt und lässt die Items liegen oder nimmt das einfach mit auf gut Glück? Ja, ihr kennt die Antwort, Leute. Ihr kennt die Antwort. Ihr wisst, dass ich sie nicht liegen lassen kann. Ihr wisst es einfach, dass ich sie nicht liegen lassen kann. Könnte ja irgendwie sowas wie... Aua.
Könnte ja irgendwie sowas wie Cricket's Head sein, ne? Oh Gott, hat er die Plays ausgepackt gerade. So. Aua. Na? Komm, stirb. Hör mal auf, so viel auf einmal zu spawnen. Zack. Noch mehr Geld. Ich brauche unbedingt den Shop. Und das brauche ich. Das brauche ich auch. Weil da könnte ja auch was Gutes drin sein. Gottheit oder sowas. Oder eben ganz viele Schlüssel. Ganz viele Schlüssel. Hier ist nichts, okay. Da ist auch nichts. Das heben wir uns auf. Geht aber nicht, weil da die Marmebene ist. Oh, Polycephalus. Zweimal. Ja. Sehr schön. Ist halt ein scheiß Raum für Polycephalus. Aber hey. Immerhin. Zweimal Polycephalus. Ich hoffe übrigens, das fällt mir eben erst ein auch, dass der In-Game-Sound nicht unbedingt zu laut ist. Oh, mies. So. Ich wollte gerade sagen, jetzt Super Greed. Ganz ehrlich. Guck mal hier, Piggy Bank. Guck mal hier. There's Options. Guck mal hier. Guck mal hier. Das war gut. Ja, eigentlich gehofft, dass da die Leiter ist. Nur damit ich an das silberne Herz rankomme. An das weiße Herz kommen wir halt leider nicht ran. Ist hier irgendwo ein gekreuzter Stein? Nope. Dann hauen wir mal zwei Schlüssel weg. Meh. Na? Ihr blöden Spinnen. Oh Gott, da ist so einer, der mich anziehend findet. So. Aua, fick dich. So. Fies. Von hinten angegriffen, du Ratte. So, einmal hier. Einmal hier. Einmal hier. Einmal hier. Einmal hier. Und einmal hier. Nochmal The Stars. Waren wir schon im Itemraum? Nö. The Sun. The Magician. Dann nehmen wir jetzt erst die The Stars Karte. Und nehmen Samson's Chains mit. Okay. Springen wir hier mal in die Luft. Einfach weil wir es können. So. Zack. Hier runter. Nein, komm hier. Ach, komm schon. Bisschen mehr. Gib dir Mühe, Mann. Arschloch. Ach, guck mal, er ist offen. Okay. So. Gibt es sonst noch was im Shop? Nö. Haben wir alles weggekauft. The Chariot wäre auch nicht schlecht. Bob's Rotten Head nehmen wir nicht mit. Warum auch? The Magician oder das... So. Ach, Leute. Mams Fuß ist scheiße. So. Aua. Bitte gib mir einen Devil Deal. Oh. Wir müssen zu The Lamp.
Das weiß ich noch. So. Wombe 1. Die Wombe 1. So. Zack. Tour of Clubs. Doppelte Bomben. Ja. Hier. So. Müssen wir ein bisschen stärker werden, deswegen lasse ich mich treffen. So, was haben wir hier? Nur Scheiße haben wir hier. Nur Scheiße. Das war schon mal nicht schlecht. Der war dumm. Der war dumm, der Treffer. So. Der war gut. Und ich krieg immer mehr Geld. Ich krieg einfach immer mehr Geld. So. Hat der gerade echt einen Gegner gespawnt? So, böses Fleisch. Ah, nicht getroffen. Schade. Ach, come on. So groß kann die Ebene doch nicht sein. Ja, da ist wahrscheinlich nichts drin. Außer der Tod und das Verderben. Dann schiebe ich die Bombe weg. Das war gut, ne? Komm, gehen wir mal raus hier. Uiuiui. Ja, okay, wir werden stärker dadurch. Wir werden stärker dadurch. Nicht aufregen. Ah. Cool. Die Batterie. Aua! So. Einfach mal gewastet hier alles. Au. Ich will die Sun-Karte halt noch nicht einsetzen, aber die kann mir halt noch den Arsch retten. Und zum Beispiel jetzt. Die Tour of Hearts-Pille kann mir auch den Arsch retten. Karte. Wow. Oh, da oben ist der Boss. Da gehen wir hin. Ohne Umwege. Noch kommt ja nicht Mom. So. Judas Zunge. Okay. Ich wollte gerade sagen, der ist einfach und dann lasse ich mich doch so einfach treffen. Aua. Ganz ehrlich. Habe ich nicht verdient, die Tour of Hearts Karte mitzunehmen. Ich krieg keinen Devil Deal, Leute. Ja, vielleicht kriege ich ja irgendwie noch eine... Ach, komm. Warum gehe ich eigentlich weiter? Warum gehe ich eigentlich nicht einfach nach unten? Wegen dem Schlüssel? Nö, komm. Einfach weiter jetzt. Scheiß drauf, ob wir Devil Deals bekommen. Ich bin halt einfach zu schlecht. Curse of the Unknown. Nice. Au. So, weiter. Zack. Oh, mieser Raum. Mieser Raum. Oh, komm, stirb. Stirb. Stirb doch. Oh, das sind Gegner, die ich... die ich schlimmer nicht finden kann. So. Wir haben echt kaum... Damage abbekommen, ne? The Stars, mal gucken, wo sie uns hinbringt. In einen richtigen Scheißraum. Einmal. War das die einzige Moms Hand? Anscheinend. Wow, okay. Okay.
Wow, vor allem haben wir ja viel Weg gespart durch die Stars-Karte. Wow. So. Komm schon. Ja, wobei. Wollen wir uns mal nicht beschweren. Da ist schon Mutter. Da ist schon Mutter. Mit Lifts. Aber nicht lang. Hoffen wir es zumindest mal. Ja, die Kerze macht doch schon gut Schaden. Ja, ich hoffe nur, dass es kein Terratoma spawnt. Ja. Aua. Oh, wir werden immer stärker. Oh. Ja, das findest du witzig, ne? Das findest du witzig. Mom. Ach, wir werden den Run eh nicht schaffen, Leute. Aber wir haben immerhin mal wieder einen Hard-Mode-Run versucht. Das ist das, was zählt. So. Ha. Aua. Ach, komm schon. Dann lasse ich mich von sowas treffen. Lalalala. Mir geht's gut. Ach, da liegt noch ein halbes Herz. Oh. Terratoma. Das Schlimme an Terratoma ist einfach nur, nicht, dass es Spinnen spawnt, sondern wie es die Spinnen spawnt. Die fliegen da einfach auf dich zu oder von dir weg und du weißt es einfach vorher nicht. Guck mal, den habe ich gar nicht gesehen bis eben. So. Mal hier was Tolles. Nein. Mal hier vielleicht was Tolles oder hier. Oder vielleicht auch hier. Oh ja, ein schwarzes Herz. Da auch. Das sind zwei, ne? Ja. Lass mich doch erst um den da unten kümmern, bitte. Danke. Jetzt bist du nämlich alleine. Auf dich alleine gestellt und... total hilflos. Na, hilflos würde ich jetzt nicht sagen, aber... so... nicht so schön. Das könnte uns aber auch nochmal den Arsch retten. Ja. Ach, da ist noch ein schwarzes Herz. Hab ich gar nicht gesehen. So. Ich bin zu doof zum Treffen. Ah, geh durchs Feuer durch. Das ist gut. Das ist gut für dich. Das ist gesund. Hm. Ich hasse diese Laserviecher, ne? Faith up, das nehmen wir mit. So, komm, stirb! Warum laufe ich immer in die Sackgassen rein? Was ist denn mit mir los, dass ich in die Sackgassen reinlaufe? So. Eigentlich müsste ich mich gerade aus diesem Raum rausspringen. Aber wenn ich da später nochmal durch muss oder sowas, ist auch scheiße. Hier? Nein. Ach, bumm. Ah. Pheromones. So, zwei Bomben. Nicer. Nicer, aua. Ich treffe aber auch gar nichts.
So. Jetzt. Und jetzt. So, komm, du erstmal und dann du. Die Soul packen wir, den Dark Room. Schaffen wir definitiv nicht. Aua. Okay. Das war's. Aber man kann nicht sagen, dass es kein spannender Run war. Man kann echt nicht sagen, dass es kein spannender Run war. Wir sehen uns dann im nächsten Run wieder nochmal mit Samson, aber diesmal im Normal Mode. Und wir versuchen dann nochmal in den Dark Room zu kommen. Bis dann, euer Nightfox.